Es ist ein Puschlitz. 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 Puschlitz, 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 Puschlitz. Puschlitz. So, sind wir mal wieder da. Und haben wir uns mal nach Namalsk geflüchtet. Was haben wir denn hier? Zelte direkt vor meiner Haustür. Altes Campingzelt. Ja, betrifft mich jetzt im ersten Moment aber mal nicht. Ist immer leicht verschoben. Ja. Wo bin ich jetzt hier? Gute Frage. Hier sind ein paar Markierungen. Car. Ja. Kann ich das hier irgendwo erkennen? Glaube nicht. Auf jeden Fall muss ich in der Nähe vom Wasser sein. Ich schau mal, was hier in Brensk los ist. So. Wie weit muss ich nach Brensk? Okay, 2400 Meter. Ich würde mal sagen, jetzt marschieren wir einfach mal los und schauen, was mich unterwegs so erwischt. Okay, die ersten 10 Meter und schon gleich der erste Zombie. Windig hier. Oh, hier ist ein Haus. Und, okay, der erste Zombie, der mich hier schon erwischt hat. Das fängt ja schon mal gut an. Ich werde mal die Flucht ergreifen, denn da vorne sind noch mehr. Was haben wir hier? Okay, auch ein Zombie. Er lässt mich nicht in Frieden. Das sind, oh, das ist eine ganze Bande von denen. Ja, leckt mich doch am Arsch. Was gehen hier gleich ab? Die ersten Züge in Namalsk. Ich glaube, die werde ich mal aussortieren müssen. Shit. Ich stelle gerade fest, dass ich keine Waffe habe. Also, Weapon AK-47. Naja gut, fangen wir mal an. Aber ich sehe jetzt keinen Schussbedarf, weil ich flüchten kann. Das werde ich jetzt gleich mal tun. Und Bandage werde ich ja hoffentlich dabei haben. Ja, freilich. So. Gut, also nach dieser ersten, ja, durchaus interessanten Begegnung, glaube ich, meide ich erstmal diese Gegend ein kleines bisschen und lauf mal ein wenig außenrum. Dim, dim, dim. So, ab durch die Büsche. Immer an der Küste entlang. Gut, also, dann wollen wir mal. Was gibt's denn hier? Ah, ein Zombie. Erstes Mal hier für mich auch in Namalsk. In einem meiner letzten Videos habe ich versehentlich Lingor als, ich glaube, Takistan bezeichnet, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Freundlichen Dank an einen interessierten Zuschauer. Ich habe aber jetzt gerade keine Ahnung mehr, wer das war. War schon, glaube ich, vorgestern oder vorvorgestern, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Naja, sowas passiert auch nur hier live bei Noob TV von Peter Boschlitz. So. Was haben wir hier? Einöde. Einödigste Einöde, aber augenscheinlich alles ruhig. So. Da oben ist eine Straße. Dann wollen wir doch mal ein Stückchen in Richtung Zivilisation laufen. Freundlicherweise ist man auf diesem Server schon mit einer, ja, Grundausstattung eingerichtet. Das finde ich gerade für Einsteiger oder Noobs
in der Fachsprache. Ja, eigentlich immer ganz nett. Da, ja, hat man am Anfang zumindest so einen klitzekleinen Hauch einer Chance. Denn, ja, an so manch anderer Map, in der ich schon tätig war, fängst du nämlich mit 0, aber auch 000 an. Ja, und dann erstmal viel Spaß beim Finden. Gerade so eine Map, wenn man sie hat, schon was sehr gemütliches. So, dieser straßenähnliche Weg, sehr schön in die Jahre gekommen aus, wird mich leiten. Aber wir haben noch 1800 Meter und offensichtlich muss ich da übers Wasser. Und ehrlich gesagt, da habe ich jetzt hier mal wenig Bedarf. Also gar nicht, bin ich dann offensichtlich hier drüben irgendwo, ne? Ich würde mal sagen, ich verändere mal mein Ziel nach Brensk. So, schauen wir mal, ob das näher dran ist. Nein, auch nicht unbedingt. Aber scheinbar bleibt mir nichts anderes übrig. Naja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kommt ja ein Auto vorbei. Ich spiele gern Anhalter. Aber bitte, I'm friendly. Do not shoot at me. So, hier haben wir wieder ein Zelt. Nutzen wir die Gelegenheit, mal zu gucken. Ups, falscher Knopf. Aber egal. Da, 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 da. Nichts da. Nothing here. Good. Dann weiter geht's. Ja, ist eine schöne Landschaft, die sich bei mir zwar leider erst nach und nach aufbaut, aber ja, ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht schlimm. Der Peter Boschlitz zockt halt nicht auf dem allerneuesten Gerät, aber ja, ich hab's ja schon mal erwähnt, ich erwähne es auch gerne nochmal. Jeder kann auf Full HD mit super Weitsicht spielen und alles gleich sofort erkennen. Die wahren Daisy-Zocker spielen auf Mittel HD in niedrigerer Auflösung und lassen sich gerne mal überraschen. So, wie jetzt zum Beispiel ein weiteres Zelt, das wir mal in Augenschein nehmen werden. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ebenfalls Notting Old Camping Tent. So, Server will restart in 30 Minuten. Tangiert mich aktuell nur peripher, denn ist noch ein bisschen bis dahin. Insofern haben wir auch noch Zeit. So, mal wieder nichts im Zelt. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht, da bei jedem Zelt anzuhalten, was mir jetzt unterwegs begegnet. Ne, die Kleinen lassen wir jetzt mal außen vor. Hier stehen welche mitten am Weg. Auch keine Straßenhinweise, die dafür sorgen, dass man in der Nacht dieses Zelt auch erkennt. Interessant, was es hier so alles gibt. Gut, auch nichts drin. Also, ich glaube, das lohnt sich nicht. Gesundheit. Man merkt, dass ich auf einer russischen Map spiele. Alle Spieler sprechen Japanisch. Oder auch nicht. So. Natürlich sollte man immer ein kleines bisschen wachsam sein. Es gibt ja hier genug Verrückte. Was liegt denn da rum? Eine Toolbox? Sehe ich das richtig? Ui! Also eine M... Ja, nehmen wir mal eine M mit. Habe ich schon. Okay, nehmen wir sie nicht mit. Eine AK-47 haben wir auch schon. Take Soda. Ey, kommst du wieder her? Soda kann man mitnehmen. Ja, wenn du dann mit Beten gegen Mekka fertig bist. So, genug gebetet. Marschieren wir weiter. Augenscheinlich auch alles ruhig.
Zelte betreffen mich nicht. Also ich würde mal sagen, für einen Skiausflug ist diese Gegend hier bestens geeignet. Da oben ist ein einzelner Turm. Wäre bestimmt ein cooler Super-Sniper-Point, weil er mal perfekten Talblick hat und ja, passendes Gewehr mit entsprechendem Objektiv oder Zielfernrohr ausgerüstet, vorausgesetzt. Ja, ich glaube, da hat keiner eine Chance. So. Noch 1170 Meter bis zum Ziel.